Hey Leute, heute möchte ich euch unser Rücklicht für die BAföG BWS01, BWS02 und BWS-HD Motoren etwas näher zeigen. Voraussetzung für die Verwendung ist, dass der Motor bzw. Controller einen Lichtanschluss besitzt, was beim BAföG BWS-HD Controller mit den zusätzlichen Anschlüssen bzw. bei den BWS01 und BWS02 Controllern der Fall ist. Es kann hier auch ein anderes Rücklicht verwendet werden. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass maximal 6 Volt und 500 mA, also ca. 3 Watt, vom Controller gezogen werden. Die Kabellänge bei diesem Rücklicht beträgt ca. 1 Meter. Der Lichtanschluss am BAföG BWS-HD Controller wird mit einem 2-Pin JSD-Stecker ausgeliefert. Bei den BWS01 und BWS02 Controllern sind es andere Stecker, wie man hier sehen kann. Das sind die Stecker für den Lichtanschluss am BAföG BWS01 und BWS02 Controller. Da die Länge des Kabels des Rücklichts ohnehin auf die tatsächlich benötigte Länge gekürzt wird, wird der Stecker am Kabel des Rücklichts entfernt. Wir empfehlen euch, entweder 2-Pin-JSD-Stecker zu verwenden oder die Kabel direkt zu verlöten. Beides ist möglich. Wir haben bei diesem Rücklicht nun das Kabel gekürzt und einen 2-Pin-JSD-Stecker dran geklemmt. Auf der Seite des BAföG BWS-HD-Controllers befindet sich die weibliche Buchse und hier am Kabel des Rücklichts wird dementsprechend das Gegenstück, 2-Pin-JSD männliche Stecker verwendet. Oder eben wie erwähnt, direkt verbinden, zum Beispiel durch Löten. So, nun verbinden wir die beiden. Verwenden das BAföG-Display. Nun schalten wir das BAföG-DPC18-Display ein. Am BAföG DPC18 Display lässt sich das Rücklicht über eine eigene Taste ein- und ausschalten. Hierfür gibt es diesen Button mit dem Lichtzeichen. Lange drauf bleiben, Licht ein, Licht aus. Dieses Display verfügt zudem über einen Helligkeitssensor. Die Sensibilität lässt sich im Menü von 1 bis 5 einstellen. Dadurch wird das Rücklicht bei entsprechender Dämmerung automatisch eingeschalten, zum Beispiel auch wenn man durch einen Tunnel fährt. Hier an dieser Stelle befindet sich dieser Helligkeitssensor. Nun sehen wir uns das Ganze mit dem Eggrider Display an. Dieses Display verfügt über keinen Helligkeitssensor. Das Licht kann manuell über die Taste nach unten ein- und ausgeschalten werden. Zudem sieht man das Lichtsymbol am Display. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da.